Hey Leute, willkommen zurück zu Forbidden Siren. Ja, ich habe eben noch ganz kurz eine Mission mit Kay gemacht. Die seht ihr jetzt. Ja, war ganz simpel und ich würde sagen, dann geht's auch schon weiter. Das wird die letzte live gespielte Mission von mir sein, also bis auf die allerletzte. Denn den Rest mache ich dann alles off-cam. Ist nicht mehr viel. Es sind wirklich nur noch 4, 5 Missionen und dann ist es auch gut. Ja, Tamon Takeuchi. Eine einzigartige Mission mal wieder. Das Nest. Tamon. Tamon. Finden Sie verkohlte Überreste. Ja. Super, ne? Ich habe wirklich keine Ahnung. Also auch die Videosequenz, die ihr eben noch gesehen habt, die war schon sehr verstörend, oder? Na toll, ich habe keine Taschenlampe. Oh, sowas liebe ich, ja. Wo bin ich denn? Hä? Mhm. Da, du hässliches Stielauge, bleib weg. Komm her. Oder komm her, ist noch besser. Oh. Was ist denn jetzt los? Warum ist es auf einmal so langsam? Nein! Nein, aua! Komm her, du blödes Vieh. Nein! Na, nicht hauen, komm! Hau du zuerst, Tamon! Boah, okay. Hat jetzt schon sehr viel ausgehalten, das Vieh, oder? Ah, komm, mach die Kugel. Lass mich in Ruhe. Oh, ekelhaft. Was hat's denn da rumgematscht? Vergammelte Abfälle liegen hier herum. Ja, das ist schön. Okay, ja, also ich muss wohl die letzte Mission noch einmal spielen, aber dafür muss ich eben noch hier ein paar Vorbereitungen treffen. Das heißt, einmal den Sprengstoff, den ich eben mit Kay gefunden habe. Ja, man hat es wohl nicht richtig erkannt, also ich auch nicht. Ich habe es nur nachgelesen. Es ist wohl Sprengstoff, weil das gab die Mission vor. Finden Sie Sprengstoff. Aber, na, mal sehen, was wir damit anfangen. Was ist das? Da liegt ein pseudowissenschaftliches Magazin oder eine Zeitschrift. Atlantis Magazin. Warte mal, ich habe noch mit Kay was gefunden. Das möchte ich mir auch noch kurz anschauen. So. Da. Wandrolle, Künstler unbekannt, Datum unbekannt. Das Gemälde einer Mitternachtspimpanelle und Gestalten, die um eine Fläche aus rotem Wasser stehen. Ja, sehr schön. Atlantis Sonderausgabe. Ausgabe Juli 2003. Überschreiten der Grenzen der Realität. Sonderausgabe Paranormale Archäologie. Entdecken Sie, wer hinter der Entstehung des Menschen und der Geburt der Zivilisation steckt. Verfolgen Sie die Spuren der Götter zurück.
Die Theorie, dass vor Millionen von Jahren superintelligente außerirdische Wesen auf die Erde kamen und die Entwicklung der Menschen und ihrer Kultur mit ihrem Wissen und ihrer Technologie beeinflussten, ist allseits bekannt. Ist es das? Zum ersten Mal können wir exklusiv den Schlüssel zum Geheimnis dieser außerirdischen Besucher enthüllen. Also in Anbetracht, was hier alles passiert, warum nicht, sage ich mal, warum nicht? Das wäre zumindest eine schlüssige Erklärung, aber. Also, es ist trotzdem sehr unscheinbar. Unscheinbar, unwahrscheinlich, so. Wenn es unscheinbar wäre, wäre ja alles gut. Dann würde man ja gar nichts davon mitkriegen. Aber wir sind ja offensichtlich hier mit involviert. Auf die unschöne Weise. Also, da ist nichts mehr. Ja, ich renne jetzt mal hier durch. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie Großes einzustellen. Ich will das im Schnelldurchlauf machen, diese Mission. Was? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ist das Frau Takato? Was? Warum laufe ich so langsam? Oh Gott, oh Gott. Nein, da bin ich tot. Da bin ich ganz schnell tot. Nein! Ah, du. Oh, da ist noch ein Krabbler. Hau ab! Ja, ich konnte sehr viel tun. Das war jetzt total fair. Ach, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich wieder an der Stelle. Ich habe jetzt keinen Bock. So. Ah, Frau Takato, lassen Sie mich mal bitte in Ruhe. Warum kann ich nur so langsam rennen? Das ist total anstrengend. Ich renne jetzt mal hier hoch. Vielleicht kann ich sie ja irgendwie austricksen. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Na? Frau Takato. Ah, nein. Ah, du Blöde. Hau ab. Volle Zippe. Vielleicht kann ich sie ja so erwischen. Jawohl, das geht. Ah, du blöde Kuh, hau ab. Bams. Was? Yes, ich hab sie. Blöde Kuh. Am zweiten Mal. Wie sie sich halt anhört, wie ein Kerl, ne? Oh. Ich kann mich in Zeitlupe bewegen. Was ist das denn? Kassettentape oder was? Eine Kassette. Warum ist das alles so langsam hier? Guckt es euch mal an. Ich bin im Schleichmodus unterwegs gerade. Jetzt geht's wieder. Naja, gut, vielleicht ist das ja. Schon wieder. Och, nicht schon wieder was zum Kämpfen. Das ist doch. Verkohlter Fetzen eines weißen Mantels. Aha. Ach, das war's schon. Na, das ist ja schön. Kyuyasuda. Das Nest am Spiegelteich. Miyako, hier bist du. Ich bin immer genau hier, Kiyoya. Komm hier rüber. Wie? Öffne das Spiegeltor. Ich verstehe überhaupt nichts. Naja, jetzt kommt die Sequenz wieder. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Wow, Leute, die letzte Mission steht an. Ich habe eben noch eine gespielt hier, die mit Tama und Takeuchi. Die war sehr, sehr konfus und gruselig. Zumindest das Video, was danach folgte. Das werde ich euch jetzt mal zeigen.
Das ist mein Zuhause. Ja, gruselig, oder? Mhm. So, Leute, letzte Mission. Das ist jetzt wirklich die allerletzte Mission im Spiel. Ich habe extra nochmal in die Lösung geschaut. Ja, ich werde den ersten Teil rauslassen und werde nur gegen das Monster kämpfen zum Schluss, weil der erste Teil, der ist stressig. Der ist wirklich stressig und ich werde wahrscheinlich ein bisschen schimpfen, ein bisschen ragen. Aber naja, das lasse ich einfach raus. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir freuen uns einfach auf den zweiten Teil. Der ist ja nicht so schwer. Und dann genießen wir hoffentlich das Ende. Wow, so Leute. Ich hab's geschafft. Zumindest den Datatsushi. Nee, das ist nicht der Datatsushi. Das ist ja der Bruder von Miyako. Sagt er zumindest immer zu besiegen. Und jetzt renne ich weg und warte, bis der Urien verfügbar ist. Und dann geht's gegen den Datatsushi. Den ich übrigens enthaupten muss, so wie ich in der Mission gelesen habe. Soll jetzt nicht allzu schwer sein. Moment, ich breche das kurz ab. Achso, brauche ich gar nicht mehr. Wow. Ich dachte, ich muss sie noch ausrüsten. Wow. Alter Schweden, wo bist du? Da bist du. Bams. Brenn, du Sau. So, das überspringe ich auch. Entschuldigt. Ah, seht mal. Jetzt ist das Schwert nämlich aufgeladen. Das Homuranagi. Es war nämlich wichtig, dass ich die Mission mit Frau Takato vorher mache. Auch das werde ich überspringen, entschuldigt. Ja, das war deshalb wichtig, weil... Na komm, wo ist er? Okay, ich sehe ihn noch nicht. Die Lichter, die in den Himmel steigen, die sind, glaube ich, dazu da, um das Schwert aufzuladen. Und wenn ich den Datatsushi jetzt zweimal treffe und dann mit dem Schwert schlage, dann kann ich ihn enthaupten erst. Wah. Wo ist denn die Pyramide? Komm schon. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, Leute. Letztes Mal hat das so gut funktioniert. Da bin ich direkt dort gewesen, aber jetzt? Wo ist die doofe Pyramide? Oh, ich kann schon nicht mehr. Na, fantastisch. Komm richtig ab, Kyoya. Weiter geht's. Oh, Leute, ich will jetzt nicht hier ewig suchen. Ewig und drei Tage. Wo ist die Pyramide? Oh, das war Zufall. Wie geil, ich hab ihn erwischt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das klappt. Ich hab's einfach mal auf gut Glück versucht. Nee, jetzt ernsthaft. Das war mehr Glück als Verstand. Oh, seht mal, da habe ich sie schon. So. Jetzt muss ich nur warten. Bams. So, warte, jetzt stelle ich mal ganz schnell die Feindsicht ein. Wo ist er denn? Gib's mir, gib's mir, gib's mir. Nee. Geht nicht, vergiss es. Da ist er ja. Datatsushi, hau ab. Ekelhaftes Teil. Da, ich hab ihn. So, warte, ganz schnell. Ganz schnell. Gegenstände. Schwert. Ich weiß gar nicht, wie ich es auflade, Leute. Zap. Wie lade ich denn das Schwert auf? Leute, ich weiß es gar nicht. Kann ich das irgendwie mit einem Knopf oder so? Ach, jetzt! Yes! Mann. Mission 2 erfüllt. Oh Leute, ich bin ja ganz überrascht, dass das so geklappt hat. Harumi Yomoda. Die Kleine bekommt ihren Abschluss scheinbar. Schön. Hoffentlich einen guten.
Oh nein, oder? Es war Frau Takato. Sie hat sich doch noch geopfert für Harumi. Misumi-Tagesgazette. Ach, und jetzt kommt das wahre Ende. Ich bin ja überrascht. Oder eigentlich nicht. Okay, Leute. Ja, da fand ich das erste Ende ehrlich gesagt doch schon ein bisschen interessanter. Aber Yoriko, wie sie nochmal so richtig hau drauf geworden ist zum Schluss, das finde ich ja lustig. Dass sie Tamon da noch befreit hat. Vor seinen komischen Zombie-Eltern. Und die kleine Harumi tat mir schon leid, aber immerhin hat sie es überlebt, muss man sagen. Naja, ist schon ein sehr seltsames und vielleicht auch ein bisschen verstörendes und trauriges Ende, kann man sagen, oder? Es haben nicht sehr viele unserer Hauptdarsteller überlebt, wenn man so möchte. Eigentlich nur vier. Frau Takato, naja, die war ja auch nicht mehr sie selbst. Also, es ist. Ich weiß nicht, was ich zu dem Spiel sagen soll, Leute. Natürlich, es war eine sehr interessante Geschichte, aber auch total konfus. Ich weiß immer noch nicht so ganz, um was es geht. Dieser Dazuki, war das ein Alien? War das ein Dämon? Und warum haben sich die ganzen Menschen in also in diese Shibito verwandelt? Und warum das rote Wasser und überhaupt? Das muss ja was mit einer Paralleldimension fast schon zu tun gehabt haben. Ihr habt ja gehört, als Miyako sagte, komm durch die Spiegelwelt, als Kyoya da eben das Wasser berührte. Boah, Leute, vielleicht kann jemand Abhilfe schaffen. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt so lange dran geblieben seid. Ich bin total verwirrt. Also ich sag mal so. Ich habe ja in der Projektliste noch Teil 2 stehen. Aber ganz ehrlich, im Moment habe ich erstmal genug davon. Ich bin froh, dass ich es also ja, wirklich durch und durchgezogen habe. Ich denke mal, ich kann verstehen, warum es viele abgebrochen haben auf YouTube, wenn man danach sucht, nach einem deutschen Let's Play dazu. Also. Forbidden Siren, das erste für die PlayStation 2, das hat kaum jemand durchgespielt. Blood Curse ist wieder was anderes. Das für die PlayStation 3, das Remake vom ersten Teil quasi, das soll wieder ganz gut spielbar sein und auch nicht so fies und verwurschtelt. Na, die Tagesgazette. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock mehr, die zu lesen. Ja, komm, ich würde sagen, ich speichere nochmal. Vielleicht kommt ja noch was. Wobei ich das ehrlich gesagt bezweifeln möchte. Ja. Sehr schön, ist vorbei. Zeitattacke. Nö, 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 nö. Ich habe genug Zeitattacke, du. Die lese ich noch und dann würde ich sagen. Ja, komm. Na, nicht Kiyoya Filmlevel. Ja, komm. Machen wir den. Ich will nur schnell die Mizumi-Tagesgazette lesen. Wahrscheinlich steht hier noch etwas zum Vorfall auf Hanuda. Weil man hat ja zum Schluss nur einen Helikopter gehört. Der hat ja noch wahrscheinlich Ausschau gehalten. Ja, das werde ich nie wieder machen. Straße nach Karowari. Hör mir bloß auf mit dem Mist. Ja, ist mir egal. Ich möchte nichts mehr durchsuchen. Das habe ich alles schon gemacht. Das kommt nämlich immer erst später, diese Hinweise, dass man, ich sag euch, also ohne Komplettlösung, das ist der Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn. Oh, guck mal, ich habe hier noch einiges gefunden. Nein. Darunter wollte ich. Ein verkohlter Fetzen eines weißen Mantels, der in den Resten des Feuers gefunden wurde. Darauf ist ein blasser Abdruck, auf dem Miyata steht. Ach, das ist der Kittel von Shiro Miyata, von dem Arzt, der sich selbst ge ja, getötet hat. Mizumi Tagesgazette, Harumi Yomoda.
3. März 2002, Morgenausgabe. Auto vom Blitz getroffen und völlig ausgebrannt. Gebrannt. Gestern wurde auf der Route 333 ein Auto vom Blitz getroffen und geriet in Brand. Der Fahrer, Haruo Yomoda, 40 Jahre, und seine Frau Hidemi, 34, kamen bei dem Unfall ums Leben. Samba da? Tamon Takeuchis Kindheitstagebuch. 25. August 1977. Wetter sonnig. Ich kann Mami und Papi sehen, wenn ich die Augen zumache. Ich kann hören, wie sie mich rufen. Oma und Opa sagen, das ist nicht nur ein Traum, aber das stimmt nicht. Das ist nur ein Traum. Ich bin ganz verwirrt. Ich möchte nach Hause gehen und sie sehen. Oh, hat er seine Eltern so früh verloren, oder wie? Misumi-Tagesgazette, 6. August 2003, Sonderausgabe. Überlebende eines Erdrutsches in Hanuda gefunden. 10-jähriges Mädchen gerettet. Früh am Morgen des 2. August wurde Harumi Yomoda, 10 Jahre, wie durch ein Wunder gerettet, nachdem sie 3 Tage zuvor von einem Erdrutsch verschüttet worden war. Haben die das als Erdrutsch abgetan? Das, was hier passiert ist? Könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Harumi Yomoda. Dann... Ja, sie wurde also gefunden, zum Glück, und es sah ja zum Schluss alles sehr zerstört aus. Sehr ungewöhnlich. Das sollen wohl die... Das sollen wohl jetzt die Ereignisse sein, die wirklich stattgefunden haben, und die ganze Öffentlichkeit denkt, es war der Erdrutsch. Naja, ich lasse das mal so ein bisschen abklingen. Macht euch eure eigenen Gedanken, ich habe ja schon alles gesagt. Ich denke immer noch, es waren Aliens oder Paralleldimensionen. Hört sich zwar ein bisschen weit hergeholt an, aber mir fällt nichts anderes ein, beim besten Willen nicht. Leute, ich hoffe trotzdem, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst mir doch gerne noch was da. Also schreibt mir einen Kommi, lasst mir eine Bewertung da. Und ja, bis Teil 2 vielleicht irgendwann kommt, wird noch eine ganze Weile vergehen. Blood Curse kommt vielleicht sogar schon vorher. Weil Teil 2 soll noch schlimmer sein und da habe ich jetzt erstmal keine Lust drauf. Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin der Bro. Haut's rein und tschüss.